Da sind wir auch wieder mit Folge Nummer, Moment, 122, 124, genau, 124, so hieß das. Und ich habe gesehen, wir brauchen ein paar weitere Dinglets, Dinglets, genau, Dinglets ist immer gut. Ah, das passt, das ist cool. Also, das ist nichts. Das ist Omnius Woods, keine Ahnung, was das ist. Rubinerz. Das ist eigentlich auch total sinnlos. Pick Iron Ore. Das ist cool. Small Sun ist mir Schnuppe. Dirt. Dirt braucht keiner. Und Sacred Springs. Ach du Schande. Wenn es das ist, was ich denke, habe ich gerade einen Volltreffer erlandet. Ethanol-Dimlet. Brownstained Glass. Inferno. Control Virus Features of the Sky. Ah, prima. Das heißt, das sind eine Menge Vulkane. Fast? Nein. Oh. Oh, das wäre cool. Pore Gold? Es ist Pore Gold auch. Und dann das letzte ist unser Water Level. Okay, immerhin ein Biom. Aber das hier, das Fast Dimlet, ist cool. Aber mal so, was habe ich überhaupt für Dimlets? Ich weiß mich ehrlich nicht. Muss man alle wegtun. Auch wenn es mir jetzt total den Speicher zusaut, aber. Was, das sind alle? Okay, das ist ziemlich übersichtlich. Wieso hab ich schon wieder drei Unknown? Bin ich gerade auf eine Dingens gestoßen? Ich weiß gar nicht. Default. Huge Orbs. Firestorm. Oh, Huge Orbs, das ist gut. Naja, eigentlich ist es nicht gut, aber besser als gar nichts. Also Default Mob Spawning. Oh, prima. Egal, immerhin. Ich glaube, ich bin aber gerade auf irgendwas gestoßen, weil dass ich auf einmal nochmal 3 habe, das ist. Dass ich überhaupt 13 hatte, ist merkwürdig gewesen. Aber von daher. Okay, was nehmen wir uns denn? Huge Orbs, das ist unser Dingens, was zumindest keine Void World macht. Void World. Aber es auch, ne? Das Effect various features, the manage and some of the features need material or liquid modifiers, which you have put in front of feature. Was? Dieses Tendrils. Ich will wissen, was Tendrils ist, aber ich habe keinen Lust, es alles rauszufinden. Mann, Huge Orbs weiß ich wenigstens, was damit gemeint ist. Ja, Fast Dimlet ist eigentlich auch sehr nice. Obwohl, naja, lass mal das Fast raus, das kann schlechte Auswirkungen haben. Dann nehmen wir noch Jungle M und Sacred Springs. Nein, wo ist der Jungle? Da ist der Jungle. Dann nehmen wir noch Material. Materials können wir machen, ja toll, aber brauche ich nicht. Pick Iron ist natürlich auch sehr, sehr verlockend, weil mit Pick Iron kann ich einiges Schönes machen. Aber das ist nur der Hammer. Beziehungsweise ein Werkzeug. Rubinerz, toll, aber brauche ich nicht so unbedingt. Und was Pore Gold ist? The thing you want to change. Das ist gut zu wissen. Dirt, Bronze Stained Glass. Na komm, nehmen wir Dirt. Nehmen wir eine ganz einfache Welt. Ich hoffe erstmal, dass auch Dinger generiert werden. Boah, Haste, guckt euch das an. Das ist viel zu. Bar. Ja, Purple Fog, Normal Fog. Default? Achso, das ist nur das stimmt, das Mob Damned war das ja. Ethanol ist auch ein Modifier, also. Weiß nicht, versuch mal die hier. Wo ist mein Ding? Habe ich das Ding mit? Ja, habe ich. Gut. Habe ich auf Aufnahme gedrückt? Ich glaube es schon. Ups, so. Dann haben wir hier den Dimension Builder. So. A world, a new world awaits. Ja, genau. So, wir haben Huge Orbs. In front of this feature. This is affects various features of the Dimension. Some of these features need material or liquid modifiers. Material.
Material or Liquid? Material das und das Biom. Sacred Springs, Jungle. Erstmal versuchen. Creation ist okay. Dimension Builder. Währenddessen kraften wir uns so ein Ding, was uns zurückbringt. Ich habe keinen Bock fest stecken zu bleiben. RF Tools. Wo haben wir's? Da ist es. Das Ding, das On Receiver to Set. Okay. Und jetzt beten wir einfach nur noch, dass die Welt nicht auseinanderbricht. Wenn doch, dann prima. Hätte ich ein super Problem. On Receiver? Receiver. Charged Porter Target ist Set to 1. Gut. Ach, ich liebe diesen Wireless Charger, Alter. Der ist so toll. Okay. Was sagt die Dimension? Zu 100% gemacht. Und lädt sich. Cool. Habe ich alles? Ich glaube schon, hier dürfte nichts aufhören mit Energieproduktion. Na dann. Wollen wir mal anfangen, wa? So, Dial Once. Ich glaube, das ist doch der richtige Dial, oder? Ich schau das einfach mal. 868. Moment mal. 8668. Falls der XYZ meint, ist okay. Falls der XZY meint, dann ist es schlecht. Ah, komm. Beten. So, jetzt sind alle Finger gekreuzt. Auf dass ich auch lebend wieder rauskomme. Beziehungsweise rein und rauskomme. Warum habe ich das ganze Inventar mitgenommen? Oh, mich kribbelt's. Heilige Scheiße, wir sind... Heilige Schande. Sonst bin ich kein Orbs. Obwohl das eigentlich ein Orb-Ding sein sollte. Ich habe irgendeinen Debuff. Oder auch nicht. Sah nur so aus. Okay. Das hier ist garantiert nicht das Biom, was ich haben wollte. Das ist ein Firefly Forest. Das ist äußerst interessant. Das ist genau anders, als ich es erwartet habe. Aber wir haben irgendwie ziemlich viel Cobblestone oben. Und eine Menge Blazes. Das mit den Blazes ist gut. Also das muss ich zugeben. Das ist sehr, sehr... Er hat die Huge Orbs übernommen. Nur was ist in den Orbs? Den Dirt hat er auch übernommen. Oh. Wo ist der Mond? Ups. Das ist eine Welt mit ewiger Nacht. Und ein Weakness Debuff. Herrlich. Herrlich und herrlich scheiße, aber egal. Ich hab's nach den Häuschen hier eigentlich abgesehen. So. Was haben wir hier? Lavendel und Blue Fog, was haben wir hier? Weg. Ja, die Frames brauche ich nicht. Keine Ahnung, was da drin ist. Hier ist noch eins. Hier war noch eins. Also, Dimension ist irgendwie fehlgeschlagen. Oder so richtig fehlgeschlagen. Birchwood. Ich bräuchte einen Enderpouch. Molten Manille? Schande, Alter. Buddy Moon? Mega Spruce Tiger. Ja, okay. Was haben wir hier? Ne, das wird Birchwood. Okay, das ist sehr interessant. Also, bisher zumindest. Nur irgendwie ist hier nichts anderes als Dirt drin. Ich glaube, ich nehme mal den Dirt raus. Abgesehen von dem Zeug, das hier ist neu. Ist es Blurrer? Ja, es ist Blurrer. Das ist totale Aua-Aua-Blurrer. Okay. Nicht in die böse Blurrer gehen.
Aber was ich jetzt mal machen muss, ich weiter vor den Häuschen suchen. Denn die Häuschen sind das, worauf ich abgesehen habe. Wie gesagt, weil wegen Dimlets und so. Mehr Dimlets gleich besseres Zeug. Die Blaze ist das hier, dass das hier eine Blaze-Dimension ist, ist toll. Zum Teil zumindest. Die Weltgeneration ist ultra langsam. J ist Map nicht, das ist andere. Das sind die einzigen zwei, die ich bisher gesehen habe. Ja, vor mir ist eins, okay. Was ist denn das? Habe ich die Blätter vergessen oder was? Gott, ist diese Dimension ist total kirre, Alter. Mit kirre meine ich echt kirre. Weg, weg, weg. Was haben wir hier? Ein paar random Dinger und Enchanted Forest. Enchanted Forest. Brauchen wir noch eins? Ich muss mehr auf die Map gucken. Okay, interessant. Auf jeden Fall haben wir auch Enderman hier. An sich haben wir alle Mobs hier. Und Eternal Night, was eigentlich nicht so toll ist. Was sind das für komische Lampen? Ein Firefly Jar. Kann man es mitnehmen? Ja, kann man. Cool. Nehme ich mit. Cool. Da war ein Creeper. Ach Gott, ich hasse diese Dimension so leicht. Ich meine, die Orbs sind toll, aber der Rest ist Kacke. Schleim. Und der Weakness-Debug ist natürlich. Debuff ist natürlich auch nicht so das Allerschönste. Ah, da vorne ist eins, okay. Wow. Interessant. Bin ich überhaupt richtig? Ja, genau hier. Unter mir. Ah, da. Das ist jetzt, dann gehe ich wieder zurück. Und hoffe, dass meine Welt nicht auseinanderfällt. Liquid Mountain Tin, auch nicht schlecht. White Day. Okay, das ist gut. Das nehme ich. Und dann natürlich noch ein paar random Dinger. So, das reicht. Ein Kreis? Wofür ist der Kreis? Wofür auch immer. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Was tue ich weg? Brown Sand Clay braucht keiner. Okay, dann. Ja, okay. Bright Day behalte ich. Mega Spruce. Mountain Manila behalte ich auch. Orbs. Orbs. Huge Orbs. Orbs sind cool. Jetzt habe ich beide. Yellow Fog brauche ich auch nicht. Deep Ocean. Ne. Kein Bedarf dafür. Ich will das haben. Das Deep Ocean konnte doch weg, Mensch. So, was ist das? Noch ein Default. Oh, Effects to Weather. Ah, okay, gut. Was haben wir hier noch drin? Ne, das hatte ich ja. Gut, nehmen wir. Und tschüss. So, und jetzt vier Kreuz haben. Funktioniere, 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 funktioniere. Yes! Gott sei Dank. Jetzt nehmen wir diese Dimension daraus. Die brauche ich nicht. Ist doof. Ach komm, lass drin. Gut. Nachdem das wahrscheinlich mein ganzes Energienetz leer gesaugt hat. Kann ich irgendwas mit dem Netz speichern? Oder so? Scrambler, Researcher, Workbench, Filter, nein. Ist diese Speicherding oder so? RF Tools. Das, was.
Weil ich habe keinen Bock mehr, das Ganze im Esos-Tunnel voll zu ballern. Aber irgendwie nicht wirklich. Menschen-Editor, nein. Nein, 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 nein. Endogenic. Okay. Nein, das ist alles nix. Das ist ein Pearl-Injector. Ja, genau. Nope, 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 nope. Nope, nope. Anscheinend nicht so wirklich. Das ist doof. Das ist ganz leicht doof. Was ist das denn? Der Mensch-Monitor, ne. Tja, das ist schön. Das heißt, ich muss mir wohl oder übel mein ganzes Ding dazu müllen. Der Hammer, mit dem man neue Blöcke wegmachen kann, ist einfach nur von Tinkers Construct zusammengestellt. Also mit dem Ding hier hinten. Mit dem hier. Das ist ein Multiblock Structure, das ist dann sowas wie eine Schmiede. Und damit kannst du mit verschiedenen Casts auch eine Spitzhacke herstellen oder Superschwerter oder diese Iron Lumber, womit du ganze Bäume abhacken kannst. Also, das ist ein das Tinkers Construct Ding. Ja, okay. Ofen, wie man das jetzt nehmen soll. Und damit kannst du halt eben auch verschiedenste Items machen. Getan oder habe ich hier? Keine Ahnung. Okay, One Dimlet, das haben wir schon. Power Copper, was ist dieses Power Zeug? Liquid Death. Ah, cool. Das ist toll. Jungle Edge. Nether Lapis. Oh, Nether Lapis, das tut weh. Health Boost. Cool, wie viel braucht er das? 90.000? Oh, 35.000, FDT geht ja noch. So, auch eine Nether Salt, brauche ich auch nicht. Eine 4. Light Thunder, brauche ich auch nicht. Black, fuck, prima. Copper Ore ist gut. Das ist okay. Und ein Frozen Ocean. Alles Zeug, was ich nicht brauche. So. Ja, das soll ich. Hänge ich mir irgendwo hin. Plong. Ja, hängt gut. Und die letzten 16. Oh, brauche ich nicht. Driver brauche ich nicht. Das normale Visage. Man hätte das denn. Clay ist auch schwul. Wie lange dauert es denn da, was nur Vernünftiges rauszukriegen? Anscheinend ziemlich lange. Molten. Habe ich das Molten nicht schon? Doch, eigentlich schon. Nein. Boah. Nichts, gar nichts. Oh, herrlich. Glückwunsch. Dark Green. Schon wieder Yellow Fog. Nochmal Inferno. Irgendwie kriege ich gar nichts. Also, das ist schön. Ich wünschte, ich könnte mein Handy jetzt fragen, wie zum Teufel noch eins ich die Dimmels besser lagern kann, bevor ich hier oben alles zumülle. Ah, hallo Prior. Ja, du kannst mir bestimmt helfen. Hier, sag mir mal, wie man diese Dimmels besser speichern kann. Du hast ja dafür irgendwie so einen extra Speicher gehabt. Ich finde den nicht. Ich bin zu blöd, den zu finden. Weil ich hab keine, wie gesagt, ich habe keine Lust, mir mein ganzes ME-System dazu zu müllen. Ich finde keine normalen Dimlets zumindest.
Wo ist mein so. So. Ja, ich weiß, Begeisterung, das ist einfach so ganz normal. Ein extra ME. Oh Mann, okay, das wird lustig. Extra ME. Na gut, okay. Wo bastel ich das ME-Ding hin? Dieser Platzmangel, der ist schrecklich. Okay, bauen wir uns mal zuerst ein paar. Oder vielmehr zuerst ist die Folge mal zu Ende und dann mache ich dann alles in der nächsten Folge. Nun ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls euch das alles gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Däumchen da, darüber freue ich mich immer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Für den Stream ändert sich gar nichts und tja. Bis dato, euch noch ein schönes Spiel. Man sieht sich.